Dach zusammen. In den Zeiten, als man noch ins Kino gehen durfte, also vor Corona, war ich an jenem magischen Ort mindestens einmal pro Woche. Ich gestehe, ich bin ein totaler Filmfreak. Und nach wie vor fasziniert mich am meisten gut abgehangenes amerikanisches Erzählkino. Das können die Amis. Angefangen von den wunderbaren Filmen aus den 1940er Jahren von Frank Capra, Mr. Smith Goes to Washington oder sein hinreißender Weihnachtsfilm Ist das Leben nicht wunderbar? Oder High Noon mit Gary Cooper. Do not forsake me, oh my darling. Oder die 12 Geschworenen. Oder vom Winde verweht. Oder Ben-Hur. Oder das Röcheln von Marlon Brando in Der Pate. Bis hin zu den faszinierenden Filmen von heute. Von Marvel. Ja, ja, ich weiß, das ist Quatsch, aber es ist wunderbarer Quatsch. Warum erzähle ich das alles? Nun, weil ein kluger Mensch einmal gesagt hat, die heutigen biblischen Geschichten werden im Kino erzählt. In der Tat, das älteste, faszinierendste Kinodrehbuch ist die Bibel. Alle Geschichten, die die Menschen bewegten von Anfang an, sind dort versammelt. Geschichten vom Krieg, Geschichten vom Hass, Geschichten von Neid, Geschichten vor allen Dingen von der Liebe. Also all das, was gutes Kino ausmacht. Der atheistische Sänger, Schriftsteller und Poet Wolf Biermann hat gesagt, mein absolutes Lieblingsbuch ist die Bibel. Auch interessant. Und warum mache ich das heute überhaupt zum Thema? Gehen wir mal auf einen Film, der auch zu jenem Genre des Erzählkinos gehört. Es war die Erfindung sozusagen des Blockbusters. Und wer hat es erfunden? Der großartige, hinreißende, wunderbare Regisseur Steven Spielberg. Sein erster Blockbuster war Der Weiße Hai. Anfang der 70er Jahre. Und dieses Monstrum, dieser weiße Hai, kommt in den ersten zwei Dritteln des Films überhaupt nicht vor. Man sieht ihn nicht. Und trotzdem, von der ersten Szene an, erstarrt man vor diesem Monster. Und er wird vorgestellt nur durch die Musik, durch die Filmmusik. Don, 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 don. Don, 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 don. Don, 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 don. Die Filmmusik lässt Bilder im Kopf entstehen. Man sieht sozusagen die Musik. Und Bertolucci hat gesagt, wer uns als erstes gelehrt hat, Musik zu sehen, ist Ennio Morricone. Und jetzt wisst ihr, warum ich das Thema habe. Diese Woche ist er gestorben, jener geniale Musiker Ennio Morricone. Und auch wenn er es nicht leiden konnte, weil er darauf reduziert wurde, seine berühmteste Musik zu einem Film ist von jenem Blockbuster, jenem faszinierenden Film-Epos. Spiel mir das Lied vom Tod. Ach, Ennio,
jetzt wirst du im Himmel die himmlischen Chöre aufmischen und ihnen beibringen, wie man faszinierende Musik macht. Denn im Garten des Lebens ist unter anderem Musik und die Filmerzählungen der beste Dung. Ennio, spiel für uns im Himmel, sagt der bergische Jung.